Ich euch heute einen angenehmen Start in dieses extravagante Video, Alter. Guck mich an. Bart wächst also. Guck mal, das sieht hier einfach aus, als hätte ich gerade Suppe gegessen und alles ist mir so daneben gelaufen. Bart wächst. Aha. Soll lieber Gehirn bei mir wachsen. Ah, TikTok, Alter. TikTok, wirklich mal wieder genial. Kurze Schnaufpause hier. 12 Uhr mittags, andere sind, keine Ahnung, bei der Arbeit, in der Uni. Ah, ich war heute in der Uni. Na, ich bin dann halt nach 10 Minuten wieder gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und der Typ streamt einfach Kirmes-Simulator. Bruder, so ein Leben will ich auch, Digga. So ein Leben will ich auch. Ich zwing mich schon, wirklich. Ich zwing mich schon. Ich stehe morgens auf um 6 Uhr, will mich vorbereiten, geh zur Uni. Jo, was geht? Ich zeige euch heute, wie man PowerPoint benutzt. Da war ich schneller weg, als der Typ überhaupt zählen konnte, wer da ist. Ich mache jetzt Leber und sage meinem Sohn, das ist Hühnchen. Mal sehen, ob er es mag oder nicht. Und zur Leber gibt's natürlich Zwiebeln. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass ich das nicht in der Heißluftgefilde gemacht habe, ja? Oder seine Videos, auch wirklich seine Videos. Der Typ lebt auch ein richtig geiles Leben. Seine Videos bestehen entweder daraus, dass der Typ 20 Dosen Red Bull am Tag wegkippt, oder dass der anfängt, keine Ahnung, für ganz Afrika zu kochen. Jedes Mal, Digga, ich gucke seine TikToks. Jedes Mal, er kommt da mit so einem fetten Fleischpaket. Yo, Leute, wir bereiten heute was in der Heißluftfritteuse vor. Blatt, der sieht seine Heißluftfritteuse öfters als ich meine Eltern. Wenn man dieses Schuljahr durchziehen möchte. Ich fange gar nicht erst an. Jedes Semester nehme ich mir vor, oh, diesmal mache ich richtig, diesmal bin ich richtig drin, ja, und dann gehe ich nach 10 Minuten. Hat ja super funktioniert. Guck mal, auch wirklich, wer macht denn bitte solche Lernzettel? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mal sehen, wie meiner aussieht? Still taking pictures of your banana like this. Don't do that. Turn your phone upside down to get a low angle. Die Banane sieht besser aus als ich. Und dann, Leute, wirklich, habe ich was auf TikTok gesehen. Ich habe mich nicht mehr bekommen. Mich hat so dermaßen zerrissen. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Poo kennt. Damals, dieser komische Klotz. Wie heißt das Spiel? Das Spiel heißt Poo. P-O-U. Warum? Weil wir hier einen Haufen Kot steuern, einen Scheißhaufen. Der kommt direkt aus der Hölle der tiefsten Bahnhofstoilette. Ist dieser kleine Mistkerl gekrochen. Ja, so als ich damals 12 war, habe ich das Spiel schon gefeiert und fand es cool. Der beleidigt das Ding komplett. Von A bis Z, von unten bis oben, von links nach rechts. Jetzt lassen wir ihn erstmal in seiner eigenen Scheiße krepieren. Spiel für Kinder. Genau so fühle ich mich jeden Morgen, wenn mein Wecker klingelt. Na okay, liegt vielleicht auch daran, dass mein Weckerton dieser hier ist. Ich habe gewisse Erdbodenplatten nicht berührt und damit habe ich die Erde veräppelt. Ha! Okay, wir spielen heute Pantomime mit Landgrenzen. Welche Grenze ist das? Erdkundelehrer. Ey, wirklich, wir hatten damals in der Schule eine Erdkundelehrerin. Wow, die war so cool, Alter. Das war die beste Erdkundelehrerin, die ich jemals in meinem Leben hatte. Das sage ich nur, weil ich Angst habe, dass sie herausfindet, wo sie wohnt und mich dann schlägt oder so. Naja, auf jeden Fall war halt Erdkunde auch wirklich so ein Fach. Ich habe gedacht, alle Lehrer, die das unterrichten, denken halt, es ist das wichtigste Fach in der kompletten Schule. Weil ich bin ja gar nicht mal so schlecht in Hauptstädten. Ja, ich weiß, dass die Hauptstadt von Deutschland München ist und von Belgien Dortmund oder so. Aber wenn du dann mündliche Abfrage machst, ja, und die fragt mich dann irgend so ein komisches Land in Afrika, wovon ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ich dachte, Afrika ist ein Land und nicht Kontinent. Auf einmal kommt dieser und benenne mir die Hauptstadt davon. Hä? Ja, guten Morgen. Und wie gesagt, Hauptstädte sind ja auch gar nicht mal so richtig das Problem. Auf einmal fangen die da an mit, in welchem Winkel ist es zum Äquator und Sonnengerät und... Ach, das war wieder was anderes. Ach, in Physik war ich genauso scheiße. Oder war das Englisch? Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Erdkundetag. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Die Hauptstadt von Deutschland.